Moin Leute und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich wollte mal ein bisschen Urlaub machen. So nach dem ganzen Strategie-Management rumgeplane und so weiter und so fort, wollte ich jetzt mal ein bisschen hier ein wenig im Wald rumhängen und campen, ohne mir dabei Gedanken darüber zu machen, was meine Dorfbewohner gerade anstellen, wie meine Burg weiter ausgebaut werden muss oder ob ich irgendwo neue Steuern in meiner Stadt erheben muss. Dafür jetzt hier The Forest. Nicht nur, weil ich Urlaub machen wollte, sondern auch, weil ich hier einfach drüber gestolpert bin, wollte schon ewig gespielt haben. Ist jetzt aber gerade auf Steam in Sale als Angebot, kostet 8 Euro und ein bisschen 8,50 Euro, 8,49 Euro oder irgendwie sowas. Und außerdem, wo ich dann nochmal drauf aufmerksam gemacht worden bin auf dieses Spiel, oder aufmerksam geworden bin auf dieses Spiel, ist, dass jetzt hier ein zweiter Teil angekündigt ist, nämlich The Sons of the Forest. Netter Trailer, guckt da mal rein, guckt hier auf YouTube nach dem Ding. Lohnt sich, sieht geil aus. Erwarte ich mir ein bisschen was von. Und ich dachte, jetzt spielst du das hier endlich mal. So, und wenn man das Ganze hier spielt, das gucken wir uns doch jetzt mal eben an. Ja, Open World Survival. Zusammen mit irgendwelchen mutierten Nazi-Zombie-Kannibalen-Vampiren. Tiertypen, die hier rumrennen und mir den Sohn entführt haben. Also das Ganze ist nicht nur Open World Survival im Sinne von, dass ich hier irgendwie mir eine Burg baue, keine Ahnung, irgendwie eine Base baue und Bäume kloppe, um irgendwelche Stöcke rauszukriegen, sondern das Ganze hier hat tatsächlich eine Story, die man durchspielen kann. Zwar nicht unbedingt vordergründig, kann man. Muss man nicht, wie man das halt gerne möchte. Man kann hier auch seine Zeit damit verbringen, halt einfach wie in einem klassischen Survival-Open-World-Spiel, sich eine Burg zu bauen. Ich nenne das immer Burg, keine Ahnung. Hab gerade was anderes gezockt, da ging es halt um, ja, Burgen. Hängt noch so ein bisschen drin. Wie auch immer, ich schweife ab und das will ich nicht. Also als allererstes hier Survival-Ding. Das übliche Survival-Hoarder. Ich muss irgendwie sehen, dass ich hier meinen ganzen Kram zusammenkriege. Erstmal alles looten, aufessen und überhaupt was hier rumfliegt. Das mit dem Aufessen ist ein gutes Stichwort übrigens. Wenn ihr hier Lebensmittel rumzuliegen habt und gerade Hunger habt, dann esst ihr die direkt. Das ist bei den normalen Nahrungsmitteln kein Problem, aber ihr habt ja auch irgendwelche Beerenbüsche in der Gegend rumstehen, die giftig sind. Da könnt ihr nicht erst dann im Inventar gucken, oder kann ich das jetzt gerade essen oder nicht. Sondern ihr esst vom Busch. Das kann auch mal bei giftigen Beeren sein, das kommt nicht so gut. Also, ne, ein bisschen vorsichtig sein, nicht einfach alles in den Mund stecken, was hier so im Wald wächst. Die Koffer, die hier rumliegen, da haut ihr einmal mit der Axt drauf. Dann gehen die auf. Ihr könnt den Kram da rausnehmen, solange ihr den Platz im Inventar habt. Der Inventarplatz, der ist übrigens, soweit ich das bisher gesehen habe, so ein bisschen auf die Art des Items reduziert. Heißt, ihr könnt nur 10 Steine, sage ich jetzt mal, oder 5 Steine, ich weiß jetzt nicht, tragen. Auch wenn euer Inventar ansonsten leer ist. Andersrum könnt ihr mit eurem Inventar, wenn es schon relativ voll ist, immer noch bis zu 5 Steine, als um mal bei dem Beispiel zu bleiben, tragen. Ich hoffe, das macht so einigermaßen Sinn. Wie auch immer. Also, guck jetzt erstmal, was ich hier so alles mir einpacke, was ich hier irgendwie einpacken kann, was hier so in der Gegend rumliegt, um dann ins eigentliche Survival zu starten. Wenn ihr mal irgendwie euch mit Survival-Krams befasst haben solltet, also ich meine jetzt nicht als Spiel, sondern in tatsächlich ist das Erste, was ihr machen solltet, euch irgendwie so einen Plan zu erschaffen, wie ihr hier rauskommt und wie ihr die Zeit damit verbringt, lebendig zu bleiben, bis ihr hier raus seid. So, da braucht ihr immer grundsätzlich drei Sachen zu. Ihr braucht irgendwie Unterkunft, um euch ja halt vor Umwelteinflüssen zu schützen. Ihr braucht was zu trinken und braucht was zu essen und zwar in der Reihenfolge. Ihr könnt grundsätzlich schneller an, keine Ahnung, oder Kühlung sterben, als ihr verdurstet. Gut, wie auch immer. Hier in dem Spiel ist es so, dass ihr euch um Unterkunft kümmern solltet, möglichst schnell, weil ihr Unterkunft braucht, um, das war jetzt hier nochmal mit den Bären, die ich gerade eben meinte, die nicht unbedingt, ne, wie auch immer. Unterkunft braucht ihr hier zum Schnellspeichern, zum Speichern. Zum einen und zum anderen, um die Nacht rumzubringen. Es ist hier im Spiel nachts ziemlich dunkel. Ihr seht nicht so viel. Ihr seht Gegner nicht unbedingt so gut. Und wenn ihr ein Video für YouTube aufnehmt, sehen die Leute, die euer Video angucken, nicht so viel. Also deswegen werde ich jetzt mal als allererstes mal gucken, dass ich hier irgendwie einen Platz finde, um ja mein Lager aufzuschlagen.
und mir da halt ja Unterkunft zu bauen. Normalerweise würde ich jetzt, wenn das hier tatsächlich irgendwie, wenn ich hier mit dem Flugzeug abgestürzt wäre, einziger Überlebender, ich würde sehen, dass ich irgendwo in der Nähe von dem Flugzeug baue, weil da werden Suchmannschaften gegebenenfalls, wenn überhaupt, anfangen, mich zu suchen. Hier im Spiel ist es so, ich möchte natürlich hier das Ganze erkunden, erforschen. Exploration ist die Sache in vielen Spielen, die man machen sollte. Und auch das habe ich hier vor. Außerdem habe ich hier, soweit ich das jetzt bisher gesehen habe, kein Wasser in der Nähe und ich brauche Wasser für zwei Sachen hier hauptsächlich, eigentlich sogar schon drei so ein bisschen. Das erste ist mal ganz einfach, ich kann Wasser trinken und dann sterbe ich nicht. Punkt. So. Das nächste ist hier im Spiel. Ihr seht, meine Hände, Arme sind hier durch, was auch immer da beim Absturz passiert ist, ziemlich blutig. Dadurch kann ich mir Infektionen einfangen, also muss ich mich waschen. Und als drittes sind, ja, ist Wasser. Oder sind Flüsse immer eine relativ gute Landmarke, Landmark, Orientierungspunkt, den kann ich relativ gut wiedererkennen. Und dadurch kann ich dann mein, ja, Lager leichter wiederfinden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier an diesem Teich, wenn ich den Teich hier finde und ich weiß, ich habe irgendwo so neben dem Teich, hier vorne ist mein Unterstand, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Wenn ich hier irgendwo im Wald bin. Aber mal hier, na gut, auch hier. Jetzt renne ich hier von einer Landmarke zur nächsten. Aber wenn ich hier irgendwo mitten im Wald stehe, hier ist weit und breit nichts, kann ich relativ leicht an meinem Lager vorbeirennen, sozusagen. Wenn ich hier mein Lager neben einem kleinen Teich, See, Fluss, was auch immer gebaut habe und ich sehe den Fluss und einen Fluss sieht man schneller, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich habe mir die ganze viel rumgestammelt, wie auch immer. Jetzt komme ich hier ein bisschen weiter rum und bin dann eventuell gleich wieder bei. Ich will die ganze Zeit mal eben einen kleinen Schnitt machen, aber irgendwie renne ich hier von einer mehr oder weniger interessanten Sache in die nächste. Ich will jetzt, wie gesagt, erstmal schauen, wo ich mich denn hier ansiedeln möchte. Ja, okay, das klang nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Irgendwas hat hier jetzt gerade rumgeschrien. Klang nicht gut. Wahrscheinlich einer der berüchtigten, nee, das ist Bambi, Nazi-Vampir-Kannibalen-Zombies, die hier rumrennen. Ah, da vorne. Hässlicher Kerl mit dem Stock in der Hand. Ist der alleine? Ah, hoffentlich. Ja, willst du mich jetzt hier irgendwo hinlocken oder was wird das hier? Muss hier Smigol, komm ran. Ach, sag mal, mich doch eher ran. Okay, da hat er mich getroffen. Das war jetzt nicht unbedingt das Beste der Welt, was hätte passieren können. Ja, aber jetzt haben wir den erstmal hier. Kommt, hier nimmt das. Na, oder auch nicht. Boah. Ich meine, ich finde es ja cool, dass eine KI nicht nur stumpf Brute Force einen angreift im Spiel, aber dass er hier andauernd abhaut. Das ist schon so ein bisschen nervig. Jetzt ist mir da gerade ein Zahn rausgeflogen. Okay, so, der gibt jetzt mal Ruhe und da ist tatsächlich ein Zahn rausgeflogen, den ich looten kann. So, jetzt bin ich hier schon, ja, halb tot. Kann ich hier irgendwie, ich kann den aufheben, kann ich den. Ach, kein schönes Geräusch. Auch kein schönes Geräusch. Also ich kann den hier irgendwie zerhacken. Habe ich den jetzt. Boah, kann den auseinanderhauen. Da gehe ich irgendwann vielleicht mal später ein bisschen näher drauf ein, was da irgendwie so an Mechaniken ist mit hier. Dem Zerlegen von mutierten Nazi-Zombie-Kannibalen, die sich mit Vampirismus infiziert haben, werde ich. Ja, anderes Mal. Jetzt erstmal wieder zurück dahin, wo ich gerade eben eigentlich war. Ich muss mir meinen Platz finden, wo ich mich hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise ansiedeln kann, um sowas wie einen Stützpunkt zu haben. So, hier ist doch schon mal hübsch. Hier ist ein Fluss. Heißt, ich habe hier Wasser. Hier steht irgendein Ding in der Gegend rum. Was mich jetzt grundsätzlich erstmal. Oh. Okay, kann das hier Steine looten, Totenkopf looten. Was ist das? Stoff. Da ist noch mehr Stoff. Okay, kann den ganzen Kram von dem, was auch immer das hätte sein sollen, was sie da gebaut hatten, kann ich looten und einsammeln. Aber hier gefällt mir das. Erstmal kann ich mir hier wieder das Blut, was ich da durch meine letzten Begegnungen an meinen Händen wieder gekriegt habe, loswerden. Zum einen und zum anderen kann ich mal schauen. Ja, trinken ist irgendwie eine Sache, die man hier machen sollte. Ich weiß aber jetzt irgendwie nicht so wirklich,
Habe ich hier irgendwie, ich habe vorhin auf dem Kram. So, trinken. You can't beat the feeling. So. Bin jetzt hier einigermaßen gut, außer hier ist doch hübsch. Also hier habe ich irgendwie so einen kleinen. Ist das ein Fluss? Oder ist das ein Teich? Keine Ahnung, also auf jeden Fall Wasser. Ich habe hier flaches Gelände zum Bauen. Und ich habe hier Wald gleich nebenan, wo ich Bäume fällen kann, um Kram zu bauen. Das machen wir gleich mal weg hier. Das finde ich jetzt nicht so zwingend hübsch. Den ganzen Kram kann ich nicht aufheben, weil mein Inventar voll ist. So, jetzt muss ich hier irgendwie sehen, jetzt mal tatsächlich mal ans Bauen komme. Endlich. Warum liegen hier überall Koffer und. Ja, wie gesagt, nette Gegend hier. Plus die Nachbarschaft ist irgendwie grundsätzlich mal scheiße. Ich habe hier irgendwo Tabletten. Damit kann ich meine Gesundheit wiederherstellen. Das mache ich mal eben. Bevor ich mich hier mit denen hier auseinandersetze. Die verklappe ich mal eben und ich bin dann gleich wieder bei euch, wenn die denn hier so weit erledigt sind. Ja, einer ist dann schon mal hinüber. Oh, hier unten ist irgendwie ein Dorf, sehe ich gerade. Frag mich jetzt, ob jetzt in dem Spiel das Ganze so ist, dass die hier bei den Hütten spawnen. Sprich, dass wenn ich hier baue, ich hier durchgehend irgendwelche mutierten Nazi-Vampir-Zombies an der Hacke habe oder ja, halt nicht. Dann habe ich dem hier einen Haufen Zähne ausgehauen hier zwischendurch mal. Wo ich weiß, also ich habe mir ja schon mal ein paar Videos hier angeguckt zu dem Spiel, dass ich die nutzen kann, um meine Axt hier aufzuwerten, den Schaden von dem Ding zu erhöhen. Das Doofe ist, jetzt hier auf der Wiese einen Zahn zu finden, ist. Boah. Könnt ihr mal irgendwo in den Wald gehen, schmeißt mal irgendwie so einen Zahn oder eine Erbse, meinetwegen, dürft ungefähr die gleiche Größe haben, irgendwo hin und findet die dann wieder. Ist tendenziell eher aussichtslos. Wie auch immer, lassen wir jetzt mal, okay, jetzt hier Kram bauen. Ist in dem Spiel recht komfortabel gemacht sozusagen. Dazu, wenn ich das bauen will, einfach bloß mein Inventar aufmachen. Da geht hier mein schlaues Buch auf. Gehe da auf den entsprechenden Reiter von dem, was auch immer ich gerade bauen will. Und fange jetzt mal an, hier einfach bloß diesen Hunting Shelter, diesen Unterstand mir zu bauen. Nicht unbedingt mitten auf die Fläche hier. Auf die Fläche, da baue ich meine Villa irgendwann hier am Rand. Erstmal nur so ein Ding, dass ich hier irgendwie mein Spiel speichern kann. Für den Anfang sozusagen. So, einfach bloß, dass ich hier die Funktionalität im Spiel habe. Groß nutzen werde ich das Ding hier eher nicht so. Baum fällen. Was hier so ein bisschen doof ist, man kann hier die Taste, also ich kann hier die Taste gedrückt halten, das bringt aber nichts. Ich muss hier jedes Mal wieder einzeln draufhauen. Was ich relativ geil finde, ist, dass hier progressive der Baum quasi ein anderes Model bekommt und das tatsächlich so aussieht, als wenn man den fällen würde. Zack, jetzt fehlt hier ein Stück und er kippt um. Ist dann allerdings so gelöst in den meisten Spielen, dass er sich dann plötzlich in, naja, halt eben praktisch zugesägte Rundhölzer ohne Äste aufteilt, aber nun gut, das jetzt irgendwie im Spiel einzubauen, dass man hier jeden Baum von Ästen befreit und sich zurechtsägt, würde das Ganze wahrscheinlich in nervtötend lange Bahnen ziehen. Also von daher, ja gut, nehmen wir das mal so hin und beschweren uns da nicht allzu sehr drüber. Nächster Baum, den ihr eben umgefällt. Hier gibt es übrigens, soweit ich das bisher weiß, gesehen habe in anderen Videos, habe ich auch immer keine Skills in dem Sinne, die ich irgendwie steigern kann. Also hier Holzfällen oder was weiß ich. Das scheint sich nur durch die Werkzeuge, die ich nutze, ja, in irgendeiner Form zu verändern, wie schnell ich hier einen Baum gefällt kriege. So. Den anderen, wo ich hier die ganze Zeit mit reingehauen habe, den auch gleich mal umgehauen. So, schon. Nee. So, zack, nächste weg. So, ein Ding da noch reingebaut. Und dann habe ich schon mal hier irgendwie sowas wie
Ja, meine kleine Basis, der ich jetzt das Spiel speichern kann, wenn ich sie gedrückt halte. Gut, jetzt kann ich hier anfangen, mein Ding weiter auszubauen. Um das Ganze möglichst komfortabel irgendwie regeln zu können, hat mir das Spiel einen Haufen Tools an die Hand gegeben. Was ist denn hier am Rumblinken? Die mir das Bauen leichter machen. Nämlich zum Beispiel dieser Lock Sled. Relativ cooles Ding. Wünsche ich mir in anderen Spielen. Hallo Medieval Dynasty. Damit kann ich quasi mir Baumstämme durch die Gegend ziehen, transportieren. Das macht die ganze Sache wesentlich leichter, effektiver. Weil ich hier dann, wie ihr gerade eben gesehen habt, nicht jedes Mal, wenn ich hier irgendwo am Arm der Welt einen Baum gefällt habe, mit zwei Baumstämmen durch die, also mit nur zwei Baumstämmen durch die Gegend rennen kann, sondern da kann ich mir so ein paar mehr auf das Ding darauf legen und mir die dahin ziehen, wo ich denn will. Jo, das Ganze ist mir jetzt etwas zu dunkel geworden. Wollte jetzt nicht den ganzen Kram hier nachbearbeiten ohne Ende. Das sieht dann auch mal ein bisschen komisch aus, wenn ich hier mit der Helligkeit rumfriemel. Deswegen, jetzt nächster Morgen, habe die Nacht hier sozusagen weggeschlafen mit meiner kleinen Zauberhütte und habe hier meinen, ja, Log Sled, den, keine Ahnung, Baumstammschlitten jetzt fertig. Er lenkt sich ein bisschen komisch, aber wie auch immer. Damit kann ich aber auf jeden Fall jetzt hier relativ komfortabel mir den Rahmen, den ich hier so gefällt habe, einsammeln und nee. So einsammeln, sage ich. Und mir dann auf das Teil packen, damit ich hier nicht 20 Mal mit jeweils zwei Baumstämmen rumrennen muss, sondern halt bloß einmal und dafür dann mit einer Menge an Baumstämmen, die man dann irgendwo als lohnenswert sozusagen bezeichnen könnte. Wie auch immer. Steuerung ist ein bisschen komisch, aber es war eben mit den Tasten zum Hinlegen, Hochnehmen, Schieben und so weiter und so fort eben gucken. Kann dann dadurch aber auf jeden Fall oder hiermit dann sein Dorfbau, Basisbau, wie man auch immer das nennen will, um einiges beschleunigen. Des Weiteren, coole Sache hier im Spiel, ich kann meine Ausrüstung aufwerten, was ich auch machen sollte, dass ich hier diese, ja, Nazi-Zombie-Vampir-Mutanten etwas schneller plattgehauen kriege. Dazu mache ich mein Inventar auf und brauche da so ein paar Sachen. So, das Ding da rein. So, jetzt kann ich hier gucken, wenn ich hier unten, das sieht man nicht so ganz gut, hier unten auf dieses Zahnrad gehe, da kann ich jetzt, sehe ich jetzt, was ich hier an möglichen Rezepten habe mit dem Zeug, was ich halt eben dabei habe. So, jetzt kann ich zum Beispiel, sehe ich hier so einen Baumstamm mit einem Tropfen und eine Flasche. Das ist hier einmal, ja, hier Harz, Baumsaft, keine Ahnung. Und so eine Schnapsbuddel, die klicke ich da dran und jetzt kommt hier so ein Sound. Damit kann ich das Ding upgraden. Klick dann hier mit rechts auf Combine und schwupps ist meine Waffe um einiges besser. Mach das nochmal. Wieder kombinieren. Dingens dran. Rechts auf das Zahnrad klicken und schwupps ist meine Waffe nochmal um einiges besser. So kann ich dann später im Spiel dafür sorgen, dass ich hier nicht 20 Jahre lang auf diesen Zombies, die andauernd abhauen, rumhauen muss, sondern ich die halt eben schneller plattgehauen krieg. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier irgendwie meine Basis etwas besser ausgebaut kriege, mich in der Gegend hier mal ein bisschen umschaue. Eine Sache, wo ich mich auch frage, wie das funktionieren soll, ist. Hallo? Wer bist du? Bleib ruhig stehen. Nein. Verdammt. Eine Frage, die ich mich hier fragen sollte, ist, wo kriege ich hier Pfeil und Bogen her? Weil hier ungefähr alles schneller ist als ich. Zum einen hier als mein Charakter hier im Spiel, als aber auch meine Reflexe waren als 20 Jahre alter Gamer irgendwie doch besser, als sie jetzt mit über 40 sind. Wie auch immer. Also Pfeil und Bogen ist eine Sache, muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie mal der Fauna mal ein wenig an die Pelle rücken kann, auf die Pelle rücken kann und ans Fell gehen kann, wollte ich sagen.
um dadurch dann andere Ressourcen, Rohstoffe, wie auch immer, zu kriegen. Dass ich hier nicht nur von Schokoriegeln lebe, die in irgendwelchen Koffern rumfliegen, sondern auch mal hier ein Kaninchen aufs Feuer schmeißen kann. Apropos Feuer, das ist eigentlich auch mal eine coole Sache, da sollte ich mal schauen. Feuer immer wichtig in Survival-Spielen. Zum A, irgendwie ist warm und B, kann man mit kochen. Wieder hier auf B drücken, mein schlaues Heftlein aufmachen und wahrscheinlich auf dem Symbol mit der Flamme finde ich Feuer. Basic Fire brauche ich. Stöckelblätter. Sending Fire. Das ist wahrscheinlich so ein Signalding. Lagerfeuer und Feuergrube. So, brauche ich. Steine fliegen hier überall rum. Stöcke sind auch keine. Ich baue mir mal so ein Feuer. Dingens hier hin, direkt neben meine kleine Unterkunft hier vorne. Und guck mal, was ich hier schon so einbauen kann. Also brauche jetzt noch zwei Steine und vier Stöcke. Hier ohne Ende Bäume gefällt. Ah, da. Wollte auch gerade sagen, da wo ich Bäume gefällt habe, werden noch garantiert auch irgendwelche Stöcke rumliegen. Noch zwei Stück brauche ich von den Dingern. Stein, ein Stein. Noch ein Stein und da ist noch mal ein Stock und irgendwo ist ja bestimmt noch ein Stock. Sauber. Und zip, 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 zip. Wirring, Feuer ist fertig. So, jetzt E drücken, Feuer anmachen. Kann ich hier tatsächlich. Ich habe hier irgendwo mal Geld gelootet, kann ich verbrennen. Wie praktisch. Auch nicht schlecht. Dadurch wird das Feuer größer und größer. Hat das doch irgendeinen Nutzen, hier tatsächlich Geld zu sammeln? Jetzt sehe ich gerade, meine Energie geht schon ziemlich im Keller. Sollte vielleicht mal was essen und was trinken. Wieder hier Schokoriegel, die Teenager-Diät, Schokoriegel und Cola. Muss da mal schauen, dass ich da langfristig mal irgendwie Zeug rankriege, womit ich besser zu Rande komme. Was sind das hier für Dinger? Kleine, hier Steinschleudermunition, kleine Stöcke. Eine Uhr kann ich mit irgendwas kombinieren. Stoffstücken, aha. Blätter zum Craften, das ist Chicorée. Kann ich essen oder mit irgendwas kombinieren? Okay. Also, sollte mal schauen, wie ich hier irgendwie mir einen Bogen gecraftet kriege. Wie ich hier meine Basis weiter ausbaue. Mich hier schütze vor den umherziehenden Nazi-Zombie-Vampiren. Mal gucken, was in den Koffern hier so rumfliegt. Aber das kommt alles nicht mehr heute. Heute wünsche ich euch nur noch ein paar schöne Tage, bis ich dann mal wieder ein Video rausbringe. Das nächste wird wieder Medieval Dynasty sein. Das wird dann eher informativ wieder ausgelegt sein. Thema habe ich ja schon so in etwa zu. Und in dem nächsten The Forest Video werde ich dann mal schauen, wie gesagt, wie meine Basis hier ein bisschen befestigt wird und wie ich hier mal irgendwie an was anderes zu essen komme, außer Schokoriegel aus irgendwelchen Koffern. Werde mal gucken, was es hier mit dem, es ist mir jetzt erst aufgefallen, mit dieser Höhle hier auf sich hat und vieles mehr. Wie auch immer, danke fürs Reingucken auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zugucken gehabt. Ich habe auf jeden Fall Spaß beim Aufnehmen gehabt. Mal ein anderes Spiel macht Laune auf jeden Fall, ist interessant, werde auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen weiter zocken, gucken, was hier so in der Gegend geht. Falls euch der Kram hier gefallen haben sollte, lasst mir noch ein Like da, das hilft mir ungemein weiter mit meinem Kanal. Zum einen und zum anderen, falls ihr neu bei mir seid, lasst mir doch ein Abo da, dann werdet ihr auch immer fein benachrichtigt, wenn ich denn neue Videos hier rausbringe. Das werden hauptsächlich immer irgendwelche Aufbaustrategie-Simulationsdinger sein oder halt Survival-Games wie halt The Forest. Also dann hier, schönen Tag noch und man sieht sich hoffentlich bald wieder.